Was bisher geschah? Detektiv Steve Kalief steckt in einer Krise, seit sein Partner Lumpy Johnson durch einen Unfall ums Leben kam. Er will seinen Beruf aufgeben, doch dann bittet ihn die geheimnisvolle Fatima Fatalis, ihr zu helfen. Sie wird erpresst. Bald schon verfolgt er einen Verdächtigen und kann den Erpressungsfall lösen. Dabei macht er aber eine verwirrende Entdeckung, den Unfalltod Lumpys betreffend. Diese Mappe, sie gehörte Lumpy. Er hatte sie stets bei sich, bis ganz zuletzt. Zitternd öffnete ich sie in meinem Büro. Und was ich darin fand, verschlug mir schier den Atem. Der Diamant, den man aus dem Museum gestohlen hatte. Doch wie kam er in Lumpys Mappe und wie kam diese in Abdul Assans Sicherheitsschrank? Fragen über Fragen, auf die ich Antworten finden musste. Doch erst schloss ich den Fall Fatalis ab, denn ich war Profi, und warf die Bilder bei ihr ein, um ihr die Peinlichkeit einer persönlichen Übergabe zu ersparen. Mir blieb nur die Erinnerung an sie und ein paar Abzüge der Fotografien. Dann musste ich die Fragen in meinem Kopf ordnen. Nun, es waren ja nur zwei, nämlich die, die ich mir eben schon gestellt hatte. Wie kam der Diamant in Lumpys Mappe und wie diese in den Safe? Und nur ein Mann hatte die Antworten darauf. Abdul Assan, der Ölsardinenscheich. Bei meiner Rückkehr in mein Büro erwartete mich eine Überraschung. Ein Beduine hatte es sich auf meiner Couch bequem gemacht. Doch schnell zählte ich eins und eins zusammen. Es war Abdul Assan persönlich. Der Feigling hatte seinen Helfer mitgebracht. Gut für ihn, sonst hätte ihn das Schicksal eines mir bekannten Pantomimen ereilt. Und nun, fragte ich so, als ob ich es nicht wüsste. Nun wollte er den Diamanten zurück. Der war ihm offenbar wichtiger als Fatimas Bilder. Mein Büro hatten sie bereits vergeblich danach durchsucht. Ich ging gar nicht darauf ein und wies, um Zeit zu gewinnen, den Roten auf dessen unvollständige Garderobe hin. Er hatte den Schuhverlust offenbar noch gar nicht bemerkt. Doch, so hieß Kalifs Devise, jeder Mann braucht warme Fiese, auch ein Strolch. Der Anblick von Lumpys vermeintlichem Mörder war unerträglich. Mörder! Quoll es aus mir heraus. Vielleicht sollte ich die beiden mit meinem Baseball-Migränestäbchen neu frisieren. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ich hatte erst gestern durchgewischt. Abdul schwor, dass er Lumpy nicht getötet hatte. Keine falschen Schwüre in meinem Büro, Wüstenwiesel. Die beiden spielten die empörten Unschuldslämmer beinahe überzeugend. Er könne mir allerdings einiges zu Lumpy, dem Unfall und der Mappe in seinem Safe sagen, wenn er dafür den Diamanten zurückbekam. Klar, ich verstand. Außerdem, meinte er, hätte er ein Angebot für mich. Also mussten wir reden, auch wenn es mir widerstrebte. Er hatte höchste Achtung vor mir, weil ich ihm auf die Schliche gekommen war. Und da für ihn nur Kamele tätig waren, bot er mir einen gut bezahlten Job in seiner Firma an. Ein wirklich gutes Angebot. Aber für Lumpys vermeintlichen Mörder arbeiten? Niemals. In seiner ohnmächtigen Wut zerquetschte er eine unschuldige Fliege. Der Mann war skrupellos bis ins letzte Barthaar. Aber das machte keinerlei Eindruck auf mich, was seinen Respekt vor mir erneut erhöhte. Vorsicht mit dem Mantel, Amigo! Um Blutvergießen zu vermeiden, bot er mir nochmals den Tausch an. Diamant gegen die Wahrheit über Lumpys Schicksal. Ich musste es riskieren, aber keine Mätzchen. Den Diamanten hatte ich so raffiniert versteckt, dass sie ihn niemals hätten finden können. Sie staunten nicht schlecht.
Dealgemäß gab ich den Edelstein zurück, auch wenn es meinem Rechtsempfinden widersprach, und wartete auf die Erfüllung seines Teils der Abmachung. Und wartete. Und wartete. Bis er schließlich anfing zu sprechen. Es begann damit, sagte er, dass er sich in Fatima verliebt hatte. Verständlich, ein schönes Kind. Er versprach ihr den Himmel auf Erden, doch sie weigerte sich, in seinen Harem einzutreten. Noch verständlicher. Schau dich doch an, Junge, Vollbart ist out. Nur ein Schnauzer bringt Erfolg bei Damen. Vollbart ist out? Das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall schmerzte sein Herz vor Liebeskummer und ihm blieb nur noch eins. Warten auf eine Eingebung von oben. Und sie kam. Fatima zu erpressen? Bingo! Obwohl er es eher als liebestaktische Maßnahme bezeichnete. Raffiniert. Er wollte sie erst ruinieren, um dann als Retter aufzutauchen. Der Plan war ebenso verrückt wie... Wahnsinnig. Sie sind eben verschlungen, die Wege der Liebe. Und an den Bart würde sie sich auch gewöhnen. Aber warum brauchte er den Diamanten? Ja, das lag doch auf der Hand. Um Fatima zu besänftigen, wenn sie irgendwann seinen Plan durchschaut hätte. Und Frauen, meinte er, durchschauen alles irgendwann. Da hatte er natürlich recht. Doch seinem Mitarbeiter traute er nicht zu, den Stein zu besorgen. Zu Recht wahrscheinlich. Was hatte das mit Lumpi zu tun? Habdul hatte von Lumpis Safe-Knack-Kenntnissen erfahren und ihn heimlich engagiert. Für viel Geld, versteht sich. Lügner! Lumpi hätte nie etwas Kriminelles getan. Oder etwa doch? Aber wie erklärte er den Unfall? Den hatte Lumpi, der schlimme Finger, selbst inszeniert, um sich als Totgeglaubter unbehelligt absetzen zu können. Vielleicht war Lumpi manchmal ein schlimmer Finger gewesen. Und ich auch. Aber Habdul war dann mindestens zwei schlimme Finger auf einmal. Aber wenn es stimmte, dann lebte er ja noch. Nur wo? Das war so offensichtlich, meinte er, wie die Schönheit seines vollen Bartes. Ach so, die alte Denkmaschine ratterte. Konnte es sein? Hatte ich mich so in Lumpi getäuscht? Klar, er hätte mit seinen Safe-Knack-Fähigkeiten den Diamanten stehlen können. Er hätte auch den Unfall inszenieren können. Und er hatte diese unstillbare Sehnsucht nach unbeschwertem Luxus in der Karibik. Es machte Sinn, wenn es nicht so widersinnig wäre. Meine vorübergehende Geistesabwesenheit nutzten die zwei, um mich auszuschalten. Jedenfalls versuchten sie es. Aber ich hatte ja noch ein Ass im Ärmel. Meinen patentierten Huttrick, auch als Hattrick bekannt. Ein Sorgenbeseitiger erster Güte. Anschließend flog ich in die Karibik, um mir Klarheit zu verschaffen. An diesem Ort lebten offenbar naive Eingeborene. Sie hatten nicht viel zu tun. Und sogar Berge gab es hier. Und tatsächlich, da war er, Lumpi. Was war nur aus ihm geworden? Naja, die Bewegung an der frischen Luft hatte dem sonst bleichen Stubenhocker sichtlich gut getan. Aber sonst? Er war gefangen im Karussell des Müßiggangs, dem Teufelsrad der Lust. Er hatte sich für das süße Leben entschieden.
Konnte ich es ihm verdenken? Nein, er hatte sein Paradies gefunden. Lumpis Lebenszeit war offenbar nicht abgelaufen, aber die Zeit unserer Freundschaft schon. So long, Lumpi. Möge der Weg, den du gewählt hast, der richtige für dich sein. Diese Ereignisse machten mir eines klar. Ich wollte auf dem Pfad der Tugend und des Anstandes bleiben. Und auf diesem würde ich gehen bis zu meinem Ende. Put down.